Random Access TV. Yo, moin Leute. Heute starte ich noch in ein anderes Format. Und zwar werde ich jetzt mal EVE Online antesten. Das Tutorial machen. Und dann mal schauen, was sich daraus noch so ergibt. Ob wir die unendliche Galaxie erforschen können. Wir werden sehen. Jo, jetzt meldet er erstmal an hier. Wählen Sie ein Imperium, das Sie erkunden wollen. Geschickte, harte Arbeit. Ehrwürdige Ausübung der Pflicht bringt Macht und Reichtum hervor. Aha! Also die Kaldari stellen in dem Fall die Schweizer dar, ne? Die Föderation ist im Chaos von New Eden ein Wahrzeichen der Demokratie und Freiheit. Aha. Ja. Demokratie und Freiheit. Also sicherlich nicht Deutschland. What the fuck was that? Wir werden alle unsere Bürger befreien, sich mit wenig zu begnügen, kämen ein Verrat an der Republik gleich. Amor, unser mächtiges Imperium fußt auf den Glauben unserem Schöpfer, treu gegenüber dem Thron. Nun, ich denke, ich werde da als Schweizer mal den Schweizern beitreten. Kaldari. Ah, hier kann ich. Ah, das zeigt mir die Schiffe. Gut, die Schiffe des Imperiums sehen irgendwie am geilsten aus, aber darauf gehen wir jetzt mal nicht. Ich denke, Schweizer. Schildtechnik im ganzen New Eden. Lenkwaffen, Schildtank. Okay. Politik. Ja, ja, komm. Das testen wir jetzt einfach mal. Eine Abstammung. Okay, jetzt müssen wir weiterlesen. Zivile verstehen sich bestens auf konzentrierte Aggressivität. Beim Handeln wie im Gefecht. Sie scheuen den Wettbewerb nicht und blühen unter turbulenten und hektischen Bedingungen regelrecht auf. Akura gehört schon seit 3 Jahrhunderten zum Kaldari-Staat. Aber ihre Kultur ist und bleibt nach wie vor ein Mysterium. Die höchst spirituell veranlagten Akura-Piloten haben erst vor kurzem die Weltraumfahrt aufgenommen. Aha. Die Details stellen die Führungsriege des Staates dar. Mit schneller Auffassungsgabe, Ordnung sinken und sprachlich Feingefühl haben sie die Verantwortung auferlegt und die Integrität des Gesamten. Aha. Ja. Ich denke, ich werde hier ein bisschen mehr aufs Aussehen achten und den Zivieren scheinen. So. Nun schaffen wir uns einen Charakter. Das ist ja geil gemacht. Da können wir uns rein. Wählen Sie Ihre Abstammung. Sie werden nicht unbedingt das erste Mal die Geschäftsleiter, wenn Sie auf andere Anlassen vorhanden sind, die Sie für Ihre Unternehmen. Die Sie denn die Fühle-Disziplin der kaladischen Gesellschaft.
Also, da dieses Intro ja eh 1000 Jahre geht, kann ich auch noch ein bisschen brauchen. Soll der wegziehen? Ja, sollten ist gut. Ja, das ist eigentlich klar, das ist nichts sein, sie traden so, oder? Abschließend ist ja von meinem Studienplan voll lang gebracht sein. Schwarz, Das sieht ja schon mal sehr, sehr kompliziert aus. Wurde, glaube ich, angeschossen. Wir sind sicher im Übersicht, wenn es klickt, sie ihn an mit der rechten Maus anwenden. Annehmen. Der schießt da auf mich. Was soll denn das? Und kreisen bei 500 Meter. Ziel erfassen. Rechtsklick, Ziel aufschalten. Okay, das Ziel wurde aufgeschaltet. Klickt im das haben wir gemacht. Teilte fein ausgereift, schussbereit. So, jetzt wollen wir das Ganze ein bisschen mit beobachten da. Der schießt ja nicht automatisch. Ho, wir haben ihn zerstört. Das Schiff war etwa dreimal so groß wie unseres, aber trotzdem haben wir es zerstört. Gut gemacht, ja, vielen Dank, vielen Dank. Tutorial. Ah ja. So. Ich werde jetzt dieses Tutorial spielen. Ihre Mission lautet, sie auszuschalten, damit Ermittler sich dorthin begeben können. Okay. 10.000 ISK aktivieren. Dann docken wir doch mal ab. Müssen wir nicht tanken oder so? Kreisen W, Linksklick. Also an die Steuerung muss ich mich erstmal noch gewöhnen. Jetzt das müssen wir Tutorial öffnen, dann beanspruchen wir die Belohnung. Verwenden Sie das Ausrüstungsfenster, um neue Waffen zu montieren. Also das machen wir aktiv. Jetzt sind wir hier angedockt. Im Ausrüstungsfenster können Sie die Ausrüstung Ihres Schiffes verbessern. Das ist das, okay. Ja, das ist auch gut und groß angeschrieben hier oben. Also... Hahaha.
Rechts klicken Sie im Ausrüstungsfenster auf ein Geschütztürm und entfernen Sie ihn mit Entfernen. Sobald das Weißlauf verfügt, können Sie die neuen Geschütztürme ausrüsten. Also entfernen. Jetzt haben wir hier zwei Weißlauf. Öffnen Sie im Inventar. Um die neuen Waffen zu finden, klicken Sie auf Symbol im Inventar und gehen Sie zum Hangar. Hier ist das Inventar, dann Gegenstandshangar. Dann wird hier die... Das ist ihr neues Waffenmodul. Was hab ich getan? So, nach etlichen Kämpfen im Tutorial, nach Handelsmissionen und so weiter und so fort, kann ich sagen, das Spiel gefällt mir sehr gut. Ich werde EVE Online definitiv weiterspielen. Ich werde weitere Videos machen über EVE Online. Und ja, ich will jetzt noch nicht zu viel verraten. Ihr werdet es schon sehen in den nächsten Videos. Ja. Und stay random.